Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind immer noch in Ignadon und schauen uns hier so ein bisschen in der Umgebung um. Einige Plätze haben wir schon entdeckt, die wir vorher noch nicht kannten. Und ja, hier war wieder eine leckere Fleischklaube und. Zack und down. Ja, da vorne sind noch einige Gegner auf dem Radar. Müssen wir mal gucken, ob wir die hier mit unserer Gesundheit und Energie noch down kriegen. So, Hotboy sind nicht die stärksten Gegner. Die fallen relativ schnell um. Da vorne die Fleischgrille würde ich noch ganz gerne irgendwie hergelockt bekommen. Aber die scheint da irgendwie den Fokus auf jemanden zu haben. Okay. Das war fies. Der hätte eigentlich sitzen müssen. Okay, sehr cool. Das lief doch besser als gedacht. So, dann können wir hier an dem Auto nochmal gucken, ob da irgendwas auf der Ladefläche hinten liegt. Jo, ein kleiner Mana-Trank Eisenerz. Mehr aber auch nicht. So, da hinten ist noch ein Moloch. Das könnte auch nochmal spannend werden und da wartet ein Herrscher auf uns. So, das ist gut, der hat Kaya mit hier. Können wir ein bisschen raufhauen hier. Sehr gut. So, nur noch die beiden Herrscher dort drüben sind übrig. Müssen wir mal gucken. Die sollten wir auch noch mal down kriegen. Machen wir mal so. Mal zusammen. Sehr gut. Der fällt in sich zusammen. So im letzten Moment. So, und hier haben wir ein Bett. Sehr geil. Können wir uns direkt mal schlafen legen hier. Alle Mutanten ausgeschaltet in der näheren Umgebung. Dann haben wir es auch sicher und können uns hier hinlegen. So, da haben wir nochmal eine Anleitung. Elixier der Quantität. Was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Wo haben wir denn so ein Herstellungsmenü eigentlich? Können wir das hier irgendwo sehen? Ein Elixier der Quantität sagt mir nichts. Können aber mal gucken, hier starken Elex-Tank haben wir nochmal. Drei normale Elex-Tränke. Auch nochmal nehmen. Und kleine Elex-Tränke. Ja, da können wir nochmal normale Elex-Tränke draus machen. Sehr gut. Das läuft alles richtig gut momentan. So, vielleicht kommen wir sogar auf den Turm rauf hier. Oh ne, da müssen wir glaube ich Abstand halten, oder? Ja, oben drauf sollten wir kommen. Ich guck mal, dass wir hier hochkommen. Ah, okay, hier geht's los. Natürlich kommen wir dann nicht rauf. Okay. Dann gehen wir hier wieder zurück, Leute. Wir wollten ja eh eigentlich in die große Ruine am Ende der Straße. Aber wir lassen uns immer ganz gerne auch ablenken hier links und rechts. Abseits des Weges. Gibt immer viel zu entdecken. Vor allen Dingen bringen uns die Gegner ja auch Erfahrungspunkte.
und vor allen Dingen Materialien, die wir dann verkaufen wollen, damit wir wieder ein bisschen in Elektrisplitter kommen, um das Lager der Mitte ein bisschen auszubauen. Mal sehen, ob wir in den Bereich überhaupt reinkommen. Durch die ganzen Fässer hier gehe ich fast davon aus, ja, dass das alles ein bisschen verseucht ist. Yay! Cool, hier ist ein Teleporter. Nehmen wir den mal direkt mit. Teleporter Lavasee. So, hier war noch der eine Kreischer. Und sehr viele Skeks. 4 Stück an der Zahl. Und sogar noch eine Assel. Ja, komm mal her. Da ist er direkt auf Kaya umgesprungen. So, einer von den vielen ist schon mal weg. Die anderen drei machen wir mal so. Es geht los. Ja, komm doch her. Sehr schön. Oh, da hinten liegt noch ein Kraut rum. Das würde ich noch ganz gerne mitnehmen. Und da oben habe ich gar nicht gesehen. Eine Elex-Grube. Da will ich dann auch noch mal kurz hin. So, zack, zack. Zack, der geht auch down. Da ist noch eine Assel. Besteht natürlich auch die Gefahr, dass dort gar nichts ist. Aber so von Weitem sah das schon sehr interessant aus. Ja doch, da war eine Elex-Ader zum Abbauen. Wir nehmen jeden Splitter mit, den wir kriegen können. Hier, 40 Elex-Splitter. Kriegen wir ein bisschen Feuerschaden. Ich weiß gar nicht warum. Sind wir da schon zu nah dran? Oh, ein Urtier. Wenn wir hier weitergehen, ja, dann kriegen wir auch schon wieder Schaden. Aber wie schnell? Wow. Okay, Leute, ich glaube, hier können wir noch nicht hin. Da brauchen wir ein bisschen Immunität gegen Radioaktivität. Und eigentlich würde ich da, ja okay, da werden wir dann wahrscheinlich nicht hin können, aber vielleicht auf die andere Seite vom See da hinten hin. Dort so in die Richtung. Da können wir vielleicht nochmal hin. Müssen wir mal gucken, inwieweit das hier losgeht. Ja, auch hier kriegen wir Schaden. Mal sehen, wie lange.
Okay, der gesamte Bereich scheint hier auch radioaktiv verseucht zu sein. Macht keinen Sinn, da jetzt hinzulaufen. Was aber Sinn macht, ist vielleicht einmal ja, im Vor vorbeizuschauen. Vielleicht beim Persönlichkeitslehrer Chloe. Wir haben ja, glaube ich, 2 Lernpunkte. Da können wir dann nochmal gucken, wie wir die investieren wollen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie das mit den Immunitäten läuft gegen die äußeren Umwelteinflüsse. Wenn wir da jetzt 2-mal die Strahlungsresistenz lernen, ob wir dann immun sind, müssen wir mal nachlesen. Aber ich glaube, die gibt es ja eher beim Überlebenstrainer. Da müssen wir uns aber die anderen Resistenzen eigentlich auch noch aneignen. Und das wären dann, glaube ich, insgesamt 6 oder 8 Lernpunkte. Puh. Ob wir die noch zusammenkriegen, weiß ich gar nicht. Gucken wir erstmal, was wir hier lernen können. So, bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Na gut. Gerissenheit könnten wir nochmal auf 55 bringen. Ja, die ganzen Theorien brauchen wir nicht. Ja, Bonus auf Nahkampfschaden und Fernkampfschaden, je nachdem, wo halt unsere Kälte liegt. Ich will gar nicht wissen, welche Ausdünstungen hier in der Luft liegen. So schlimm ist es doch gar nicht. Dein letztes Bad liegt wohl auch schon einige Zeit zurück. Ja, machen wir das mal. Dann kriegen wir nochmal 10 dazu und haben die Gerissenheit ein bisschen erhöht. So. Und unsere Persönlichkeit erhöht sich dadurch natürlich auch nochmal. Gehen wir nochmal zu Mad Bob. Ist das dein Ernst? Das ist ja ein Überlebenstrainer und vielleicht können wir dann da auch nochmal was lernen. Und dann würde ich auch nochmal gerne zum Doc und unsere ganzen Sachen verkaufen, die wir jetzt so gesammelt haben mit der Zeit. Und vielleicht auch nochmal reines Elex kaufen, damit wir da ein paar Tränke herstellen können. Hier, Strahlungsresistent. Erhöht deine Widerstandsfähigkeit gegenüber Strahlung und radioaktivem Schaden. Ja, müssten wir, glaube ich, sogar beide lernen können. Konstitution 60 ist bestimmt für den zweiten Punkt gefragt. Was haben wir hier noch? Konstitution. Guter erste Abenteurer brauchen wir nicht. Ja, eigentlich könnten wir hier bei dem nur noch wirklich die Resistenzen lernen. Gut, wir bewahren uns den Lernpunkt erstmal auf. Vielleicht finden wir noch was, wo wir den eher einsetzen können. Gehen wir erstmal zum Doc und verkaufen ein paar Sachen. Beziehungsweise wir können ja gerade schon mal die Elex-Tränke hier herstellen. Aus den kleinen heraus. Reines Elex, da haben wir aber richtig viel bekommen auf einmal. So, da machen wir mal, puh, keine Ahnung, vielleicht 7. Eine ungerade Zahl auf jeden Fall. Damit wir hier von denen welche machen können. 6 Stück. Okay, und dann können wir uns auch stark eigentlich herstellen. 3 Stück. Dann haben wir schon mal 2 volle Resistenzen. Das ist gar nicht schlecht. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn wir jetzt die hier auch noch trinken, haben wir 4 Lernpunkte. Damit können wir dann uns Resistenzen gegen Radioaktivität zum Beispiel schon mal holen und vielleicht gegen Gift oder so. Was? Und hier wollen wir noch mal ein paar Sachen verkaufen. Ich würde zuerst mal bei den Waffen gucken. Handgranaten, einen Kriegsbogen verkaufen wir mal. So, haben wir hier noch was gesammelt. Amulett des Vorschers verkaufen wir einmal. Und dann kommen wir auch hier schon rein.
Ja, Rüstung, Körperschild werden wir wahrscheinlich nie verwenden. Machtwelle, ein Albzauber. Denke ich auch nicht, dass wir das verwenden werden. Drohnenkontrolle. Ja, da haben wir dann eine Drohne. Verbrauchbar allzu des Machtschutzes. Objektsicht werden wir auch nicht brauchen. Ja, Drohnenkontrolle würde ich jetzt vielleicht aufbewahren. Werden wir auch nicht brauchen. Wein. Können wir ja einfach vielleicht mal 100 verkaufen. Dann bleiben uns noch 5 über. Wasserflaschen. Ja, lass uns auch mal 100 verkaufen. So kommen wir zumindest auch ein bisschen an Geld. Trockenfleisch können wir, glaube ich, alles weggeben. Bier würde ich mal, ja, ein vielleicht verkaufen, dass wir da auch 5 behalten. Suppen 2 verkaufen, Brause. Verkaufen wir mal 10. Schnaps behalten wir für die Herstellung von Tränken. Setzerbrot, Asselfleisch, ja, das behalten wir mal, so das Fleisch und sowas. Erhöht dauerhaft die Lebensenergie, den können wir nochmal trinken gleich. So, Mana-Tränke verkaufen wir, die können wir nämlich eh nicht benutzen, weil wir den Berserker nicht beigetreten sind, sondern den Klerikern. So, und die ganzen Heilpflanzen und sowas bewahren wir auch mal auf für eventuelle Herstellung von Tränken. So, das brauchen wir auch alles nach nicht. Und hier, ja, die Sachen bringen auf jeden Fall auch einiges ein. Sehr cool. Ja, hat sich das doch gelohnt, dass wir sehr viele Gegner ausgeschaltet haben. Da kommen wir schon über 10.000 wieder. Drüsen, Hornplatten. Mensch, da kommt richtig was zusammen. Also, okay, Alex... Probleme haben wir jetzt auch wieder nicht mehr. So, hier kommen schon wieder die ganzen Briefe, Bücher, Fotos. Machen wir hier weiter. Falls mal irgendjemand irgendwie so einen Hammer oder Besen von uns haben möchte. Wow, 946 Zigaretten haben wir schon wieder gesammelt. Gut, akzeptieren wir mal den Handel. Da ist wieder einiges zusammengekommen. Und dann können wir hier mal gucken. Wir hatten doch ein Elixier der Quantität hier. Damit kann man dauerhaft mehr Stims zur gleichen Zeit einnehmen. Okay. Wusste ich nicht, dass es so einen Trank überhaupt gibt hier. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal 4 starke Elex-Tränke herstellen. Und normale Elex-Tränke. Da fehlt noch was. Achso, da müssten wir wieder kleine herstellen. Was können wir denn hier machen? Nehmen wir mal 14 erstmal. Können wir 5 herstellen. Okay, und dann kaufen wir nochmal was von Doc. Da ist nämlich unser reines Elex jetzt auch schon wieder leer. Und wir haben aber noch ein paar kleine Elex-Tränke übrig. So, da können wir vielleicht nochmal 4 Stück herstellen. Oder 2. Machen wir mal 4. Ja, perfekt. Geht doch genau auf. So, wir haben noch genügend Elex-Splitter, falls wir uns nochmal wieder reines Elex kaufen wollen. Ja, hiermit steigt dann unsere Kälte natürlich auch wieder nach oben. Aber die Elex-Splitter brauchen wir auch, um unsere Resistenzen jetzt mal zu lernen. Also genügend Attributspunkte sollten wir haben. Schauen wir mal bei Mad Bob vorbei. Und gucken mal, dass wir die Resistenzen lernen. Und dann könnten wir vielleicht sogar nochmal zum Lavasee zurückkehren, um zu gucken, ja, inwieweit wir dort jetzt der Radioaktivität standhalten. Bring mir etwas bei. Wird gemacht.
So, okay, und da auch nochmal. Also 1500 kostet das jeweils, die Resistenzen zu lernen. Perfekt. So, damit sind wir auf Überleben 16 vorangeschritten. Gut, und hier brauchen wir dann auch nichts mehr. Gehen wir mal zum Lavasee zurück. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht hier. Ob wir da jetzt so einfach runter können. Also Kaya wird vermutlich dann trotzdem wieder oben bleiben. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall immer noch sehr viel Schaden. Trotz der Resistenz. Also, es wundert mich. Hat eigentlich jetzt gar nichts gebracht. Aber hinten vielleicht. Vielleicht halten wir jetzt hier mehr aus. Na, ja, geht auch runter. Vielleicht sollen wir uns auch gar nicht hier aufhalten. Das kann natürlich auch sein. Und da geht es wieder sehr schnell runter. Hier ist der Elex-Beutel in der Luft. Kleiner Mana-Trank. Ja gut, Leute, ich glaube, hier sollten wir uns nicht aufhalten. Ist vermutlich, weil es am äußersten Rand ist. So, hier waren wir schon. Oben am Hangar waren wir. Hier waren wir schon. Da kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir den Code für den Konverter. Am Damm waren wir schon. Konverter Südabesser. Da waren wir auch schon. Hier die Bereiche haben wir eigentlich auch schon entdeckt. Kuppelruinen waren wir schon, an dem Konverter waren wir. Unten am Leuchtturm waren wir schon, an den Südklippen könnten wir vielleicht nochmal gucken. Da waren auch so ein paar Mutanten, die noch ein bisschen stark für uns waren. Unter anderem auch ein Zyklop, glaube ich. Okay, jetzt rauf da. Und den Wühler kriegen wir auch noch down. So, dann können wir gleich nochmal einen Energiespeicher trinken. Oder zu uns nehmen für den Zyklopen da hinten. Hier wurden wir doch ein bisschen überrumpelt. Aber vorher schalten wir den Skex hier nochmal aus. Ja. Ich habe keine Ausdauer mehr gehabt, um zuzuschlagen. Okay, ein Energiespeicher. Ja, macht Schluckgeräusche, also denke ich, dass er den trinkt. Müssen wir ein bisschen näher ran, glaube ich. Achtung. Übermächtiger Typ Flug ist das sogar. Ja, so übermächtig ist er gar nicht. Geht sogar von unserer Waffe hier down. Ja, sehr cool. Haben wir auch die ausgeschaltet. Da hinten ist noch ein Herrscher übrig. Der kann ruhig auch nochmal dazu kommen. Eine besondere Trophäe haben wir. Okay. Okay, die ist nicht mal abgeschlossen hier, die Truhe. Wunderbar. Und wir sammeln wieder ein paar Sachen. Verschmierter Zettel. Mal gucken, was drin steht.
Das hier ist unser Stoff. Verstanden, also besorgt dir was anderes. Mann, das Zeug ist so gut, ihr Trottel. Nichts ab, unser Freund braucht's ja nicht mehr. Okay, das soll wohl heißen, ihr kriegt nichts ab. Und die haben sich scheinbar an irgendjemanden bereichert, dem das Zeug ursprünglich gehört hatte. Da liegt noch Schrott. Kommen wir nicht ran, wa? So, easy. Genug Wasser auf dem Lastwagen? Nö, gar nichts. Den wollen wir uns auch noch holen. Komm mal her, Kollege. Schade, der letzte Schlag hat wieder nicht gesessen. Und wir erreichen eine neue Stufe. Sehr gut. Jetzt habe ich hier eine kleine Höhle. Ah ja. Schwefelader. Ich glaube, dort hinten in der Höhle waren wir auch schon mal. Da befand sich nur wieder so ein riesiges Urtier, mit dem wir das noch nicht aufnehmen konnten. Mittlerweile sieht das anders aus, deswegen würde ich auch da gerne nochmal reinschauen. Den da vielleicht noch mal rauslocken. Achtung! Sehr gut getroffen, Kaya. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Okay, ich glaube, wir brauchen hier nochmal zwei Energiespeicher. So, ich würde nochmal speichern. Und ja, dann mal los. Ah, hier ist der Felsen so ein bisschen davor. Bisschen unglücklich. Können wir von hier oben besser zielen? Jo, das sollte gehen. Kaios Feuerbälle machen auch gut Schaden. Ah. Das war's mit dem Urtier. So, einmal plündern bitte. Wir alleine schon 10 Hornplatten.
Es geht los. Kaya wird auch immer stärker. Da können selbst wir nicht mithalten, was sie da im Nahkampf für Schaden anrichtet. Ich frage mich halt, was der hier bewacht hat. Und ob der überhaupt was bewacht hat. Dann müssen wir dafür hier hoch. Kleines Mana-Kraut. Nicht so optimal hier. Okay. Ja, sieht sehr mau aus. Hat wohl doch keinen Schatz beschützt hier, das Riesenurtier. Dann gehen wir erstmal wieder raus. So, Leute, wir können mal gucken, was wir vielleicht als nächstes für eine Fähigkeit lernen wollen. Man klaut nur zweimal, das brauchen wir nicht. Goldschmied, Waffen aufrüsten haben wir schon, Sockel einsetzen haben wir. Hacking-Profi, das brauchen wir auch alles nicht. So, Persönlichkeitslehre, da können wir irgendwann vielleicht nochmal hier Attributspunkte 3 lernen, aber das macht gar keinen Sinn, so weit hoch kommen wir mit der Gerissenheit nicht und die brauchen wir auch nicht so hoch. Überleben haben wir soweit auch alles gelernt, was wir brauchen. Ja, hier könnten wir nochmal einiges investieren. Geschicklichkeit nach oben bringen. Hier Stärke, Konstitution. Stärke vielleicht nochmal auf 70. Das wäre nochmal eine Idee. Ich glaube, als nächstes sollten wir uns vielleicht auf die Geschicklichkeit konzentrieren. Und Kleriker haben wir ja auch noch ein bisschen was. Haben wir da schon die Batterie? Da brauchen wir nochmal 15 Punkte in Intelligenz. Ich weiß nicht, ob wir so hochkommen. So, und Psi-Fähigkeiten haben wir schon auf 5. So, sofern wir ohne Gefährten unterwegs sind, richten wir mehr Schaden an. Hebt alle synthetischen Wesen und Hightech-Gegenstände hervor, brauchen wir nicht. So, reinigt dich von allen Statuseffekten, brauchen wir auch nicht. Beschwört ein Kraftschild, das sich zusätzlich vor Schaden schützt. Wäre interessant. Kostet aber Energie. Dann nutzen wir lieber unsere Waffe, um uns die vom Hals zu halten, die Gegner. Eins mit der Waffe, du richtest zusätzlichen Schaden mit Distanzwaffen an. Ja, wird auch auf Dauer, glaube ich, Energiekosten verursachen. Kraftphasenverschiebung, wenn du ausweist, bleibt an deinem ehemaligen Standort ein Hologramm zurück. Ja, eine Kraftwelle, die ausgelöst wird. Solltest du während seiner Wirkungsdauer sterben, wird deine Lebensenergie sofort zur Hälfte aufgefüllt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte man nochmal gucken, ob man das vielleicht lernt. In brenzligen Situationen ist man dann nicht gleich tot. Aber eigentlich mit der Speichern- und Ladenfunktion ist auch das wiederum, ja, außer Kraft gesetzt. Ja, ich glaube, da brauchen wir nichts mehr unbedingt. Ich würde vielleicht wirklich in Geschicklichkeit investieren. Das hätten wir schon mal. So, müssen wir dann mit unserer Stärke noch hin? Um 10 Punkte wäre noch ganz cool eigentlich. Boah, da fehlt uns sogar noch ein bisschen was. Nicht gut. Gar nicht gut. Dann bräuchten wir nochmal einen Lernpunkt und einen Elex-Trank für ja, für einen Punkt Stärke noch. So, wie gesagt, also hier war der große Komplex, wo unten die Kleriker am Sammeln waren. Das haben wir auch schon alles entdeckt. Ja, gehen wir sonst erstmal wieder ins Fort und schlafen mal eine Runde. Dann können wir vielleicht uns nochmal so einen starken Elex-Trank craften und ein paar normale Elex-Tränke, um die Stärke nochmal um einen Punkt zu erhöhen.
Das können wir nochmal machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Lasst doch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin.